Jetzt kann ich QuenView starten, wie beim ersten Mal. Und wir sehen schon einmal, dass die Menüleiste hier oben sichtbar ist. Und das ist ungünstig, weil dadurch, dass die Menüleiste sichtbar ist, ist der Hamburger-Knopf, der eigentlich erst neulich schön neu programmiert wurde, der bleibt unsichtbar, weil der blendet sich ja nur ein, wenn die Menüleiste ausgeblendet wurde. Was ich auch hier zeigen kann. Jetzt muss ich es größer machen, damit man überhaupt den Hamburger-Knopf sieht. Weil das Fenster viel zu klein ist. Eigentlich waren wir gerade dabei, uns kritisch zu betrachten, wie denn QuenView, was alles an QuenView verkehrt ist, wenn man es erstmal startet. Und da habe ich ja bereits mahnend erwähnt, dass die Fenstergröße nicht optimal ist, aber die Arbeit überlasse ich den Leuten, die auch ursprünglich daran gearbeitet haben, weil es bringt nicht, dass sich lauter Köche um die gleiche Mahlzeit kümmern. Und dann habe ich auch schon mahnend erwähnt, dass die Menüleiste eingeblendet ist. Und das war dann auch das Erste, was ich dann sofort geändert habe. Das war nicht unbedingt schwer zu programmieren, weil man muss ja eigentlich nur die Menüleiste eben ausblenden und eben dann berücksichtigen, ob der Nutzer, welche Änderungen der Nutzer vielleicht dran gemacht hat. Ob er eben die Menüleiste vielleicht in der Zwischenzeit wieder eingeblendet hat. Dann kann ich sollte nicht jedes Mal, wenn es startet, einfach die Menüleiste wieder ausblenden. Also es war eigentlich nicht schwer zu programmieren, aber was manchmal in solchen Sachen gerade das Nervige ist, ist, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, es zu programmieren. Und da ist dann überhaupt nicht das Problem, irgendeine Möglichkeit zu finden, sondern möchte genau die Möglichkeit finden, mit der auch die Leute rechnen, andere Programmierer rechnen, wenn sie zunächst mal in den Programmcode reinschauen. Man möchte ja am besten das perfekt programmierte Programm. Da ist es so, dass man in den Programmcode reinschaut und alles funktioniert genauso, wie man es sich denken würde. Da muss man gar nicht den Programmcode lesen, weil es ist ja so, wie man es sich denken würde. Und deswegen ist es ziemlich wichtig, dass man, und deswegen versuche ich halt wirklich, in solchen Situationen es auf die offensichtlichste Art zu programmieren. Da habe ich also ein bisschen rumgeschaut und habe es dann, aber es war dann eigentlich auch wie gesagt, eine schnelle Sache. Genau. Dann schauen wir jetzt weiter kritisch, was verkehrt ist. Ich könnte jetzt zeigen, wie die neue Version von QuenView ausschaut, bei der die Menüleiste standardmäßig ausgeblendet ist. Aber da gibt es nicht viel zu sehen. Es sieht halt, sieht halt so aus. Okay, und dann schauen wir in dieser älteren Version von QuenView weiter. Ich drücke also auf Browse Mode und die Seitenleiste ist schon mal ausgeblendet, was ja toll ist. Das hat ja schon mal funktioniert. Gut. Ich finde, das sieht schon halbwegs solide aus bislang. Und dann drücke ich auf das Bild. Okay. Sieht schon gleich viel schöner aus alles. Aber wenn man ein bisschen rumklickt tatsächlich und sich ein bisschen umschaut, dann merkt man ein paar merkwürdige Sachen. Zum einen, was ein bisschen verrückt ist, ist, dass wir zum Zoomen, wie groß das Bild angezeigt werden soll, dass wir hier, wir haben drei Knöpfe, wir haben so eine Leiste, wir haben da nochmal Knöpfe zum Rein- und Rauszoomen. Wir haben hier noch eine Anzeige. Also, es sind schon ziemlich viele Knöpfe dafür, dass man nur um den Zoomwert zu bestimmen. Und, eine Sache, die an den Zoom-Sachen hier merkwürdig ist, die kann man mit dem Bild hier nicht so gut sehen. Dafür gehe ich mal zu einem anderen Bild. Ich nehme einfach mal das Symbol von QuenView, das Auge. Und jetzt probieren wir mal die drei Knöpfe hier unten nochmal aus.
Also gerade ist es auf Fit. Es soll also ins Bild reinpassen. Jetzt drücke ich auf Fill. Es soll also das Bild ausfüllen. Es passiert nichts. Okay, dann drücke ich mal auf 100%. Es passiert auch nichts. Und das hat schon eine interne Logik. Die Logik ist, dass es kleine Bilder wie das hier, es will die nicht strecken. Es will die genau bei 100% Größe anzeigen. Und das führt aber dazu, dass viele Bilder, eben alle Bilder, die kleiner sind als das Fenster, das man gerade verwendet, dass für die diese drei Knöpfe alle das Gleiche machen. Das ist ein bisschen irritierend. Und dann eine andere Sorge, die man haben kann, ist das, was ich eben auch gerade eben gesagt habe, dass es eben schon sehr viele Elemente sind, nur um den Zoom-Wert zu bestimmen. Und da war also dann die, da wurde drüber nachgedacht und das Ergebnis war, ich glaube, ich zeige dir das Ergebnis später, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber diese drei Knöpfe, die wollen wir wegbekommen und irgendwie kombinieren mit dieser Box hier. Die andere Sache, die wäre mir gar nicht aufgefallen, ich bin daran schon gewöhnt, ist, dass der Hintergrund hier grau ist. Und das macht ja auch durchaus Sinn, aber im Grunde wird hier ignoriert, welche Farbe der Nutzer eigentlich eingestellt hat als Hintergrundfarbe. Aber wir sind hier auf Breeze, so heißt das Farbschema auch. Und eigentlich ist ein Breeze der Hintergrund von solchen Sachen weiß. Und Quellen 4 ignoriert das. Wir haben hier grau. Und das mag jetzt in dem Fall nicht so schlimm sein, aber eigentlich wollen wir in KDE den Nutzern ermöglichen, ihren Computer zu verwenden, genauso wie sie wollen. Und dieses Problem ist also, oder dieses, ja, diese Ignoranz unsererseits für die Farbwahl unserer Nutzer ist vor allem auch dem Noah Davis aufgefallen. An dieser Sache hat er auch gearbeitet. Genau. Das zeige ich dann auch gleich. Jetzt zeige ich noch eine Sache und dann zeige ich das Ergebnis, was wir alles in der Zwischenzeit programmiert haben, um diese drei Probleme zu lösen. Also merken, das eine war Zoom, das andere war Hintergrundfarbe. Jetzt kommt das dritte. Und zwar, was mich persönlich ärgert, ist, wenn ich die Seitenleiste anzeige, wir sehen hier ist ein schöner Abstand, den wollte ich ja auch. Wenn ich jetzt die Seitenleiste anzeige, dann passiert das hier. Der Abstand verschwindet und hier oben, da kann man ja Zustände kriegen. Kein schöner Abschluss zwischen dem Strich hier und der Seitenleiste. Und das, obwohl ich sie eigentlich programmiert habe, sodass das eigentlich sich aufeinander abstimmt. Einmal kann ich sehen, wenn ich das hier strecke. Da bildet es sich ja sogar eine schöne Linie, aber eben standardmäßig nicht. Jetzt muss man sich denken, wie viele von den Nutzern sehen das und überlegen sich, oh, ich schiebe jetzt die Seitenleiste ein bisschen rüber und dann ist es hübsch. Auf immer. Daran denkt auch keiner. Am besten wäre es, wenn es einfach standardmäßig ebenso schön ist. Genau. Das habe ich dann auch noch programmieren müssen. Also müssen, wollen. Gut, dann schauen wir uns jetzt das Ergebnis, die Lösung auf diese drei Probleme an. Dafür muss ich aber wieder einen kleinen Zeitsprung machen, weil ich gerade erst noch die neueste Version ich baue mir die gerade erst noch, damit ich sie zeigen kann. Ich habe in der Zwischenzeit wieder die Einstellungen gelöscht, sodass, wenn wir jetzt QuenView starten, es genauso startet, wie wenn man es das allererste Mal starten würde. Und es ist immer noch so zu klein, darum werden sich schon noch Leute kümmern, aber ich werde es einfach mal
größer ziehen. Und wir sehen schon mal vorneweg, der Hintergrund ist jetzt nicht mehr grau, sondern weiß. Was ist vielleicht Geschmackssache, aber das kann man auch ändern, werde ich gleich zeigen. Und zwar hier über diese neuen Kontrollelemente kann man auf Knopfdruck den Hintergrund ändern. Und das ist vielleicht auch hilfreich für manche Arten von Arbeiten. Zum Beispiel, wenn man hier dieses Symbol besonders genau untersuchen will und man kann diese Farbübergänge nicht richtig sehen, nach unten hin. Da hilft es dann, wenn man einfach umschalten kann und hin und her wechseln. Oder man sieht, beim schwarzen Hintergrund hätte man hier nach oben das nicht so gut gesehen. Naja. Aber ich drücke lieber diesen Knopf, sodass es meinen Einstellungen entspricht und dem Farbschema, das ich gewählt habe. Genau. Ansonsten, wenn man jetzt den Knopf hier oben drückt, dann ist das schön, bildet sich hier schön eine Linie. Das ist doch gleich viel besser. Und dann das nächste, das dritte Problem, das wir gelöst haben, ist eben die Zoom-Leiste. Das sind jetzt nicht mehr diese drei Knöpfe namens Fit, Fill und 100%. Stattdessen finden sich diese Optionen. Stattdessen finden sich diese Optionen hier in dieser Box zur Auswahl. Und da habe ich jetzt als Schmankerl am Ende der Folge, habe ich das noch, habe ich da noch einen Trick reinprogrammiert, der Sie hoffentlich freuen wird. Nämlich, um zu verhindern, dass jetzt jemand eine Option auswählt und es passiert nichts. Man wählt Fit aus, funktioniert nicht. Man wählt 100% aus und nichts passiert. Genau das Problem, das ich auch schon bei den Knöpfen erwähnt habe. Um das zu verhindern, habe ich es auf eine Weise programmiert, dass allein mit der Mauszeiger über eine Option rüber zu gehen, bereits eine Anpassung des Zoomwerts bedeutet. Also ich kann es dir zeigen. Ich auf 200% gehe, wird es direkt größer. Und auch mit den anderen Zoomwerten. Man muss also nur mit der Maus rübergehen, um zu sehen, wie denn der Zoomwert aussehen wird. Wodurch Nutzer nicht mehr in Gefahr laufen, einen Zoomwert fälschlicherweise auszuwählen, den sie gar nicht auswählen wollten. Und man kann natürlich auch weiterhin hier in die Box direkt den gewünschten Zoomwert in Prozent eingeben. Genau. Das alles hat es in die nächste Veröffentlichung von QuantView geschafft, in die August-Veröffentlichung von KDE. Wenn Sie sehen wollen, welche Version von QuantView Sie gerade verwenden, dann drücken Sie auf About QuantView oder über QuantView auf Deutsch. Dann sehen Sie die Version, die Sie gerade verwenden. Wenn also dann 21.08 dasteht, dann hätten Sie die Version mit all diesen Verbesserungen. Aber selbst wenn bei Ihnen 21.08 dasteht, dann sieht QuantView bei Ihnen erst einmal vermutlich nicht so aus, weil wir bei KDE ihre Einstellungen für ihre Anwendungen respektieren. Und mit aller Wahrscheinlichkeit haben Sie noch die Menüleiste bei sich eingeblendet. Die müssten Sie also manuell ausblenden. Und mit aller Wahrscheinlichkeit haben Sie auch noch die alte Menge an Knöpfen in der Werkzeugleiste und nicht die neuen Änderungen, die ich gemacht habe. Wenn Sie auf die Änderungen umschalten wollen, die ich gemacht habe, dann müssen Sie die Werkzeugleiste einrichten. Und dann gibt es hier unten einen Knopf, um auf den
um auf den Standard zurückzusetzen, die Werkzeugleiste. Den können Sie drücken und dann kriegen Sie die Werkzeugleiste genau wie Sie sie hier auch sehen. Genau, dann zeige ich am besten hier jetzt auch noch gleich hier oben, wie QuantView noch vor ein, zwei Monaten aussah, damit wir den direkten Vergleich haben. Und ich finde, es sieht so viel besser aus. Jetzt, so wie QuantView jetzt ist, finde ich es wirklich vorzeigbar. Und jetzt ist es auch erst würdig als eine Standardanwendung von KDE zu sein, finde ich. An diesem Tag suchte ich vergeblich nach weiteren Verbesserungen, die ich mal eben schnell an QuantView vornehmen könnte. So wendete ich alsbald meinen Blick von QuantView ab und anderen, nicht unbedingt größeren, aber womöglich wichtigeren Aufgaben zu, die ich wohl größtenteils nicht in dieser Art von Videos veröffentlichen werde. Aber sie werden veröffentlicht werden. Nicht zuletzt als kleine Softwarepakete, die hoffentlich ihren Weg auf ihren Computer finden werden. Viel Spaß damit.